Ja, wenn wir bei den Turbopumpen sind, das ist ja somit das komplexeste Bauteil irgendwie bei Raketen oder beziehungsweise da sind schwierige Bedingungen, die man optimieren muss oder wo man ja, das Triebwerk zum Laufen bekommen muss. Was ist da aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile bei einer gestuften Verbrennung? Genau, da gibt es einen ganz brisanten Vorteil und das ist das Detailturbine. Also im Endeffekt bei einem Gasgenerator, ich verliere diesen Abgasstrom und ich kann im Endeffekt die Performance, die ich da verliere, die kann ich nicht mehr zurückgewinnen. Das heißt, im Umkehrschluss, ich muss zusehen, dass die Turbine bei den letzten physikalischen Prozentpunkten arbeitet. Und deswegen sind die Turbinen in einem Gasgenerator extrem stark belastet. Das Coole ist, in so einer gestuften Verbrennung, da ist es ganz egal, ob die Turbine jetzt halt super effizient ist, denn der ganze Abgasstrahl wird nicht verloren, sondern ich führe diesen Abgasstrahl wieder in die Hauptbrennkammer. Das heißt, ich kann mir jetzt eine Ineffizienz leisten. Und das ist das Coole. Deswegen, ich bin überzeugt davon, dass Stage Combustion die Zukunft ist. Ja, sieht man ja an den großen Playern. Es gibt bei Blue Origin und SpaceX nichts anderes mehr wie Staged Combustion und das hat einen Grund. Und dieser Grund ist Wiederverwendbarkeit und Staged Combustion passt sehr gut zusammen, weil ich kann meine Turbine im Endeffekt an einem Punkt betreiben, wo ich sagen kann, ich habe ein paar Effizienzverluste, aber dafür hält sie 20 Zyklen. Und das ist bei einem Gasgenerator verdammt schwer, weil ich kann das da nicht machen. Ich brauche bei einem Gasgenerator die letzten Performance-Punkte und die Turbine kann es nicht 10-mal überleben. Oder sagen wir so, die kann es 10-mal überleben, aber ich habe halt dann immer noch Performance-Verluste. Und das ist bei so einer gestuften Verbrennung einfach im Endeffekt einer der Vorteile. Wie ist es mit den Drehzahlen? Gibt es da irgendwie einen gravierenden Unterschied, wenn man sagt, gestufte Verbrennung zu einem offenen Zyklus oder gibt sich das nicht viel? Ich muss bei einem geschlossenen Triebwerk, bei so einer gestuften Verbrennung, mehr Druck erzeugen. Und Druck bei einer Pumpe ist normalerweise nur Durchmesser. Also die Flussrate ist im Endeffekt die Breite von so einem Impellerausgang und der Druck ist im Endeffekt der Durchmesser. Die Drehzahl möchte ich bei beiden Konzepten so hoch wählen wie möglich. Weil hohe Drehzahl heißt, dass ich im Endeffekt viel Leistung raushole für wenig Gewicht, weil das Drehmoment kleiner wird. Also Leistung ist ja mehr oder weniger Omega, also so schnell wie möglich rotierend, mal Drehmoment. Ja, und das Drehmoment bestimmt das ganze Gewicht. Das heißt, bestes Beispiel ist der Formel-1-Motor, der muss 20.000 Umdrehungen laufen, damit er leicht ist. Und die Leistung kommt nur über die Drehzahl, nicht so sehr über das Drehmoment. Und das ist aber gleich zwischen Gasgenerator und Staged Combustion. Okay. Wir gehen da natürlich sehr weit. Ja, unsere Turbopumpe ist bei über 30.000 Umdrehungen pro Minute und ist natürlich schon nicht einfach. Das war auch was ich im Prinzip gelernt habe, als ich angefangen habe, mich mit Raketen mehr zu beschäftigen, diese Leistungsdichte, ne? Dass du im Prinzip in einem ganz kleinen Bauraum diese unglaublichen Leistungswerte haben. Also ich glaube, ich habe ein Video über das Vulcan von Ariane gemacht, da war irgendwie der Wert, glaube ich, so viel Leistung, wie so ein ICE hat, ne? Im Prinzip auf kleinsten Bauraum. So. Ja. Wie viel ist das bei euch? Was das hat ihr? Ja, genau, also gibt es ein paar coole Beispiele. Also unsere Turbine ist tatsächlich nur so groß und leistet im Endeffekt 2 Megawatt an Wellenleistung, das ist gigantisch. Im absolut worst case. Im Normalfall ist die Wellenleistung so 1500 kW und wenn man sich das anschaut, die Durchmesser und die Turbinengrößen, dann kann man es eigentlich fast nicht glauben, weil wenn ich jetzt daneben irgendwie einen V8-Motor auseinandernehme und ich sehe Kurbelwellen, die im Endeffekt 50 mm stark sind, dann frage ich mich natürlich schon, wow, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Aber das ist bei rotierenden Maschinen so einfach, weil sie nur rotieren. Ja? Bei dem Automobilmotor habe ich quasi Bewegungen, die hin und her gehen. Das heißt, ich kann sie nicht wirklich auslasten, weil zum Großteil der Zeit macht so eine Kurbelwelle wenig. Aber so eine Turbine, die macht, wenn sie Leistung bringen muss, die muss die ganze Zeit 99%, da schwitzt jedes Molekül, jede Sekunde, da gibt es keine Verschnaufpause. Kann man da was zum ISP sagen oder ist es noch geheim oder so? Oder ist es richtet sich das eher nach der Treibstoffkombination? Nee, kann man schon sagen. So ein Kerosin-Sauerstoff-gestuftes Verbrennungstriebwerk auf der ersten Stufe kann durchaus 325 Sekunden an ISP bringen, Vacuum-ISP.
Und in der, im Vakuum habe ich dann nochmal 25 Sekunden mehr. Schub, Gewichtsverhältnisse von den Triebwerken oder so, schon was ihr da sagen könnt? Genau, das ist immer der große Punkt. Also man sagt oft, die Gasgeneratoren-Triebwerke sind im Endeffekt competitive, wenn sie sehr, sehr leicht werden. Also wenn ich meine Optimierung mache, und das machen wir im Endeffekt fast täglich, da gibt es irgendwann so einen Überschnittspunkt, wo ein Gasgenerator so leicht sein kann, dass er zum Schluss doch competitive werden kann. Aber das ist sehr, sehr schwer. Und der Grund, warum das so schwierig ist heute, ist wegen all unseren Optimierern und Engineering-Tools. Also es ist so einfach geworden, dass ich rotierende Maschinen leicht bauen kann, weil ich es alles simulieren kann, dass ich im Endeffekt relativ gute Leistungsgewichte hinbekomme. Ganz egal, ob das ein Gasgenerator ist oder ein gestuftes Verbrennungstriebwerk. Bei den Triebwerken, was ich immer total spannend finde, ist irgendwie so, was es für Materialien gibt, weil so eine Brennkammerwand, die soll ja nicht nur irgendwie im Prinzip eine Explosion festhalten, die dann irgendwie aus einer Richtung rauskommt, sondern die muss thermisch ganz schön viel machen. Was ist sowas? Genau, also wir haben hier unser eigenes Material entwickelt. Das ist ein ganz spezielles Kupfermaterial und das hat bisher so noch niemand eingesetzt. Also wenn wir ins All fliegen zum ersten Mal, sind wir auch die zum ersten Mal diese Art von Kupferlegierung ins All geflogen haben. Und das ist natürlich schon was ganz Extremes und Spezielles. Mhm. Ja, kennt man aus der alten Welt nicht, weil es dort keinen 3D-Druck gab. Mhm. Der 3D-Druck ist immer dann mega cool, wenn ich es schaffe, ein Material zu erzeugen oder herzustellen, das es traditionell nicht gibt. Und die Möglichkeit hat man mit 3D-Druck, weil die einzelnen Körner sehr klein sind und ich kann mir jetzt im Endeffekt Materialien ausdenken, die traditionell einfach nicht herstellbar sind. Mhm. Und genau das haben wir bei unserer Kupferlegierung ausgenutzt. 3D-Druck spielt natürlich da wahrscheinlich auch noch in die Hände. Also wenn man sich das anguckt und wenn man auch schon ein paar andere Triebwerke gesehen hat, da muss ja im Prinzip der Treibstoff als Kühlmedium durchgehen. Das heißt, man braucht feine Kanäle, wo natürlich auch der 3D-Druck einem mehr Spielraum gibt, da Geometrien umzusetzen, die irgendwie komplizierter sind als andere Verfahren. Definitiv. Und das ist ja auch, der 3D-Druck ist im Endeffekt einer der Hauptkennmerkmale von modernen Raketentriebwerken, zumindest wenn sie klein sind. Es gibt wenig große 3D-Drucker, aber das ist natürlich ein Kernmerkmal. Ist nicht ganz günstig, wenn du, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, jedes Teil, das du in der Hand hast, wenn du die Triebwerkskammer in der Hand hast und die wiegt 10 Kilo, dann darf die nicht mehr als 3.000 Euro kosten. Und da merkst du schon, das ist verdammt hart mit 3D-Druck. Also man muss wirklich aufpassen, dass man das Fertigungsverfahren nur dort einsetzt, wo es wirklich gebraucht wird und wirklich Sinn macht. Und Kupfer wahrscheinlich, weil da viel Wärme mit abgeführt werden kann. Genau. Da gibt es ein paar coole Facts. Das Space Shuttle Main Engine, da ist die innere Wand des Triebwerks, die quasi den Treibstoff, hinter der Treibstoff die Wand kühlt, die ist gerade mal 0,6 mm stark. Ja, und je dünner, desto besser. Mhm. Das ist auch wieder der Holy Grail. Mhm. Ja. Der es dünner machen kann, hat im Endeffekt die größere Performance und kann theoretisch den besseren Preis anbieten. Was druckt ihr in 3D und was druckt ihr zum Beispiel bei einem Triebwerk nicht in 3D? Das ist interessant. Also wir drucken ziemlich viel, wir machen ziemlich viel im 3D-Druck am Anfang, aber transferieren ziemlich viel auf konventionelle Herstellungsverfahren, dann, wenn das Design steht. Momentan sind wir in der Prototypenphase. Also wir haben jetzt im Endeffekt zwei Triebwerke gebaut. Eines ist in Schweden, das wird gerade getestet. Das ist im Endeffekt komplett Flight-like von den Systemen. Es ist nur vom Arrangement und von den Sensoren, da ist noch ein bisschen was anders. Ja, also das Packaging ist noch nicht so dense, wie ich es haben will zum Beispiel. Aber dieses Triebwerk hat relativ viel 3D-gedruckte Bauteile, weil wir jetzt am Anfang sehr schnell agieren müssen. Später, wenn das Triebwerk qualifiziert ist, dann werden wir uns nochmal die Gedanken machen, wie können wir sicherstellen, dass jedes Kilo, das Moritz hier irgendwie in die Hand nimmt, auch wirklich nur 300 Euro kostet in der Herstellung. Und da muss man noch ein bisschen was verändern und zum Schluss das machen, nochmal einmal eine Requalification machen. Aber das ist ganz wichtig, weil zum Schluss, wenn es zu teuer wird, dann funktioniert der ganze Business Case nicht. Mhm.